Im Gedenken der Kinder eröffnete jetzt die Bühne Pepperoni eine Ausstellung über die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit. Über 75 Jahre nach dem Beginn systematischer Tötung von geistig und körperlich behinderten Menschen erinnert sie an das dunkle Kapitel der Kindereuthanasie während der Zeit des Nationalsozialismus. Über 10.000 Kinder fielen bis 1945 den verschiedenen Programmen zur Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens zum Opfer. Gleichzeitig mahnt die Ausstellung auch, den Umgang mit Menschen mit Behinderungen ständig zu hinterfragen. Also die Medizinverbrechen der Nationalsozialisten, auch im Sinne der Ausmerzung von lebensunwertem Leben, gleichzusetzen mit dem, was wir heute auch durchaus in Fragen von Optimierung von Gesundheit und der möglichsten Verhinderung von Behinderungen haben und so weiter. Also eine solche Gleichsetzung kann nicht stattfinden. Sie hat damals unter ganz anderen Voraussetzungen in einer Diktatur stattgefunden. Sie war geheim, die Kinder wurden ermordet. Es ist aber durchaus festzustellen, dass wir heute weniger vielleicht einem diktatorischen als einem allgemeinen gesellschaftlichen Druck unterliegen, sehr gut zum Funktionieren, das auch gesund und leistungsfähig alles tun zu können, was wir nun tun sollen, in immer kürzerer Zeit immer mehr tun sollen und insofern auch immer weniger Platz für Menschen mit Behinderung da ist. Das ist eine Seite, die wahrscheinlich auch dazu führt, dass bestimmte Untersuchungen im pränatalen Bereich und so weiter jetzt immer intensiver wahrgenommen werden, sind ja auch technisch-wissenschaftlich immer größerem Umfang möglich und dass viele Kinder mit Behinderung heute nicht mehr auf die Welt kommen. Das ist einfach so. Andererseits, um es auch ins Positive zu wenden, wir haben auch mit den jetzt ja längst anlaufenden Bemühungen um Inklusion, also das nicht eben aus der Gesellschaft herausdrängen von behinderten Menschen, glaube ich, inzwischen auch einen Stand erreicht, der sehr positiv ist und auf den wir eine Entwicklung, in der wir auch fortschreiten wollen. Wir leben ewig, es brennt der Welt. Bei der Eröffnung war auch die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano zu Gast, die am Samstagabend in Bocholt noch ein Konzert gab. Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. Dezember im Foyer des Rathauses. Wir sind dort, wir leben ewig.